Moin, ihr Geilen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tierquiz bei Pete's Meat mit Christian, Sebastian und Brammen heute. Hallo! Und ja, es gilt wieder darum, sein Wissen über Tiere zu vermitteln, beziehungsweise damit quasi zu gewinnen. Und es wird wieder so sein, dass ich in den ersten Runden gerne ein Tier herausfinden möchte. Ich werde da Infos zugeben, wie Größe, Gewicht, Spezialitäten. Karatemeister. Spezielle Eigenschaften und so weiter. Schmeckt in der Zeit darf gebuzzert werden. In der Zeit darf gebuzzert werden und die Antwort genannt werden. Wenn das richtig ist, gibt es 3 Punkte. Wenn das falsch ist, kriegen die anderen einen Punkt. Oder wir machen, bis ich das schließe, dann darf jeder quasi quasi seine Antwort eintippen und bekommt im Zweifel noch einen Punkt, aber keinen Punktabzug, wenn das falsch sein sollte. Und dann haben wir nachher noch Schätzfragen und noch 2 Pixelbilder. Fangen wir an mit dem ersten Tier. Ja? Okay. Wir suchen ein Säugetier. Mhm. Krass, so. Drück direkt. Noch jetzt nicht so krass. Darf ich auch Tier sagen? Ich habe ja ein Säugetier, Christian. Also du kannst gerne Tier sagen. Wenn Tier die Antwort ist, dann würdest du 3 Punkte kriegen. Ich habe jetzt schon mal im Kopf. Ich weiß, das ist super schlecht. Ich weiß auch nicht, wieso. Perfekt. Passt denn das zu deinem Kopf auch, dass es bis zu 1 Meter groß wird? Ja. Hoch oder lang? Größe bis zu 1 Meter. Okay. Gewicht 50 bis 70 Kilogramm. Was? Was ist denn Meter sein? Groß und wie 70 Kilo? Ey komm, weißt du, ich hab's die ganze Zeit im Kopf drauf geschissen. Ich sag Koala-Bär. Wenn das jetzt richtig ist, ne? Moment, der 70 Kilo Koala-Bär? Ich hab keine Ahnung, wie schwer der sein kann, aber bei einem Meter hab ich mich noch gesehen. Die tragen die Leute doch auf dem Arm. Ja, was ist das, Babys? Sind halt starke Menschen. Das war ein sehr großer Koala-Bär. Das ist ja, aber trotzdem, richtig. Weißt du, 1 Meter groß und 70 Kilo, das ist ja ein Würfel. Ja, aber das war jetzt auch wichtig, Jay. Weißt du, kennst du halt nicht, wenn du die ganze Zeit so einen Griff im Kopf hast, du kriegst den nicht mehr raus. Als der Säugetier gesagt hat, habe ich an ein Schnabeltier gedacht. Aber die sind nicht so groß. Alter, das Tier, was wir suchen, wird 15 bis 20 Jahre alt im Schnitt. Von der Ernährung her haben wir hier einen Pflanzenfresser. Mhm. Einen Herbivoren sozusagen. Aha, Herbivoren. Aha. Nahrung ist dementsprechend Gras und Heu. Mhm. Wir haben die Verbreitung, ja. Wild kommen diese Tiere in Südamerika vor. Mhm. Der Schlaf-Wach-Rhythmus ist tagaktiv. Die natürlichen Feinde sind Raubkatzen. Fuck, was gibt es denn in Südamerika? Ja, aber Raubkatzen in Südamerika, die kommen, die machen euch jedes Säugetier weg. Ja, wollte ich gerade sagen, das sind alle Feinde. Das Sozialverhalten ist ein Herdentier. Asozial. Es handelt sich dabei um ein Herdentier. Also. Und es ist nicht vom Aussterben bedroht. Du brauchst schon so ein, nicht so wie Hund, nicht so wie Hund, also sondern Meter du, groß, Meter du brauchst dann schon genauer, ne? Ich suche hier was Spezielles. Okay. Also ich suche jetzt hier, also wenn du, ich will jetzt hier keine, ich will jetzt die Schäferhund haben. Ja. Okay. So eine Bergziege. Eine Bergziege, ja, das ist zumindest schon mal eine Möglichkeit, aber das ist nicht richtig. Okay. Ja, Christian? So ein Affe. Ein Affe? Ja, diese Geht kleinen groß Affen, aber die, 50 die, sind, Kilo schwer. Die sind sehr muskulös. Also, meinst die pumpen du ein richtig. Mensch? Ein Affe. Nein, ein Affe ist falsch. Wir haben... Was ist ein Wildschwein? Warte mal, was sind denn? Nein, es ist auch kein Wildschwein. Die werden es gibt immer noch 3 Punkte für die richtige Antwort. Bei Schweinen hast du da so ein 200-Kilo-Moped auf. Das dichte so Fell ist gut für die kalten Höhenlagen geeignet. Hä? Was? Komm, drauf geschissen. Ein Alpaka? Ein Alpaka! Das ist korrekt! Warte, ein Alpaka ist nicht mal 1 Meter groß? Die sind ja, die sind nicht so groß. Scheiße, die sind so nicht groß.
Die können, Alpakas also, sind so groß. Hä, tragen die nicht, sind die nicht so groß wie Esel? Keine Ahnung, scheint Nein. Esel zu sein. Krass. Du hast vielleicht ein Lama im Kopf. Was kann ähnlich sein. Ist wie ein Alpaka, aber Alpakas sind kleiner. Lol, okay. Ja. Gut. 5 nice Punkte Bram. Aktuell für Bram, 3 Punkte für nice. Sepp und Chris. Das nächste Tier. Wir fangen direkt mit dem Namen an. Ich will aber den deutschen Namen wissen. Der lateinische Name ist Vermilingua. Oder Vermilingua. Ah, Moment, Lingua. Ich kopiere es. Linguini. Ja, genau. Kinderlingui. Ach, das wird zusammengeschrieben sogar. Vermilingua. Vermi von Vermentide ist geschmacklich, also geschmackliche Zunge, also es wird eine Schlange. Glaub dann ich auch. Drücken Sie es drauf. Nee, könnte kann ich gerade noch nicht. Ah, also, okay, Lingua die Klasse. Auch nicht Sprache sein. Es handelt sich, was? Ja, die lispelt halt. Ich auch. Egal. Es handelt sich dabei um ein Säugetier. Schlange ist immer noch drin, ne? Wir haben eine Größe von 80 bis 120 Zentimetern. Mit. Wobei ich da eher auf Länge gehen würde. Mhm. Um euch da jetzt nicht zu falsch. Also zumindest aus meinem Kopf raus, ja. Okay. Also, das Gewicht ist 30 bis 50 Kilogramm. Alt kriegen werden die aber so viel Gewicht zusammen? Indem sie viel fressen. Alter ist 10 bis 20 Jahre. Aussehen, also farblich gesehen, sind sie schwarz, weiß und braun. Na, vielleicht auch ein bisschen gemixt, wie auch immer. Vielleicht auch nur weiß-braun, weiß, braun, braun, schwarz, whatever. Schwarz, weiß und braun. Ernährungstyp, ja, wir haben hier keinen kein Säugetierfresser, ja genau. Kein Herbivor, also keinen Pflanzenfresser, sondern einen Insektenfresser. Mhm. Die Verbreitung, also ursprünglich kommt dieses Tier aus Südamerika. Aktuell ist es von der Verbreitung her auch in Mittelamerika zu finden. Aber auch in Südamerika. Ein wandernder Insektenfresser. Der natürliche Feind sind Jaguars und Pumas, so wie bei dem Alpaka. Raubkatzen. Ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube, das ist ein Frosch, oder? Meterlanger Frosch? Ja. Viel. Aber ist ein Frosch auch ein Säugetier? Ja, auch. Innerhalb der Familie der existieren 4 verschiedene Arten, denen der charakteristische Körperbau, die starken Krallen und das dichte und lange Fellkleid gemeinsam sind. Dichte und lange Fellkleid? Keine Ahnung, wa? Ein Fellkleid? Ja, so nennt man das. Ich kenne nur ein Federkleid. Wie heißen die denn noch? In von Menschen besiedelten Gebieten verlegen ihre Nahrungssuche in die Nacht und ruhen tagsüber in ihren Verstecken. Durch die Nachtaktivität fallen jedoch viele Tiere dem Straßenverkehr zum Opfer. Oh, Christian? Ist das ein Faultier? Leider nicht. Kein Faultier. Ernähren sich, wie ihr Name schon verrät, hauptsächlich von Ameisen und Termiten, deren Nest. Das ist aber jetzt nicht ein Ameisenbär, oder? Ist das jetzt eine Frage oder eine Antwort gewesen? Das ist eine Antwort, aber. Das könnte aber sein. Das ist korrekt. Echt? Kommen die aus Südamerika? Ja. Ich hab vorhin schon an Ameisenbär gedacht und dann dachte ich so, nee, war das nicht Afrika, wo Alter, die herkommen? Ich war 10 von 10 lost. Wenn ich mich noch, also vielleicht setze ich mich jetzt auch komplett in die Nesseln, aber Vermilingua ist Vermi, der Wurm, Lingua die Zunge und die haben ja so eine, damit die da in den Bau reinkommen, die so eine Wurmzunge. Ja, ja. Und ich glaube, dass deswegen der Name daher kommt. Aber vielleicht habe ich jetzt so auch schlecht. Einfach komplett falschen Müll erzählt. Ich hoffe nicht. So. Ja, du machst das gut. Nächstes Tier ist der Name Trochilidi
Trochilide. Also, das ist ein Weibchen, oder? Ich will wieder gerne den. Klingt nicht nach einem Säugetier. Ich möchte gerne wieder hier den natürlich deutschen Namen haben. Ja, Trochilide ist jetzt nicht die richtige Antwort. Die Größe des Tieres ist 10 bis 20 Zentimeter. Das Gewicht ist 10 bis 30 Gramm. Oh, das ist ja super. Das Alter 2 bis 6 Jahre. Vom Ernährungstyp her sind diese Tiere Nektarfresser bzw. Insektenfresser. Ach komm, ich hab... Bram. Kolibri? Ja, ist richtig. Hätte ich jetzt auch gut. Lebensraum, Halbwüste, Regenwälder, Laubwälder, natürliche Feinde, Greifvögel, Schlangen, Brutzeit circa 15 Tage, Gelegegröße 2 Eier. Korrekt. Ist das hier Südamerika-Special hier heute? Die sind auch Südamerika. Hab ich gesagt, dass die aus Südamerika kommen? Weiß ich nicht. Nee, aber weil die letzten, also das waren jetzt, ist ja alles Südamerika. Verspreche dir, gibt's ja ein Motto. Das nächste Tier kommt nicht aus Südamerika, dafür aus Asien, Afrika, Europa und Nordamerika. Ja, schade, so ist überall anders. Die Verbreitung. Ursprüngliche Herkunft ist Europa. Ja. Okay. Jetzt habe ich euch da zwar schon sagen, mich ganz woanders hingegangen, aber es ist nicht in Südamerika. Noch nicht in Australien. Mhm. Der lateinische Name ist Meline. Meline. Kopiere ich euch auch wieder rein. Meline. Oder Melinae. Ich denke aber Meline. Es handelt sich hierbei um ein Säugetier. Die Größe 50 bis 80 Zentimeter. Wie heißen die denn noch? Gewicht 5 bis 20 Kilogramm. Alter 10 bis 15 Jahre. Oh, ganz schön alt. Vom Ernährungstyp her sind es Allesfresser. Sie fressen Beeren, Insekten, Schnecken, Obstwürmer und Sämereien. Verbreitung habe ich euch ja genannt gerade. Asien, Afrika, Europa, Nordamerika. Ursprünglich aus Europa kommend. Sie sind nachtaktiv. Sie teilen sich den Lebensraum mit Brammen, aka Feuchtgebiete. Super, den wollte ich da einfach. Wolltest du nur einen Witz machen? Hä, hey, was? Okay, jetzt muss ich. Scheiße. Hä? Jetzt muss ich playen. Okay, das heißt, das Bram-Ding zählt nicht. Ich war die ganze Zeit bei Ratten. Als ob du jetzt gedacht hast, sie wohnt bei Bram. Also, hast du wegen Ratten? Oh mein Gott, was? Nein. Nee, das nicht, aber vielleicht so in die Richtung, weißt du, deswegen sagen wir jetzt Wasserratte. Wasserratte. Wasserratte ist nicht richtig. Ich wollte dich da nicht auf falsche Fährten locken, ich wollte nur einen Witz machen. 50 bis 80 Zentimeter. Lebensraum, Feuchtgebiete, Laub- und Mischwälder, Sumpfgebiete. Ich wollte nur einen dämlichen Witz bringen. Alles gut. Natürliche Feinde. Fuchs und Wolf. Was? Christian. Der Biber. Der Biber. Nicht bad, not bad, aber nicht richtig. Schon nicht schlecht. Die europäische Variante gilt als der größte Marder in Mitteleuropa. Sebastian. Hier ist ein Marder. Das wäre jetzt 10 von 10. Wenn das jetzt die richtige Antwort wäre. Alter, nee. Ja, bitte, also. Hä? Ja, also die europäische Variante gilt als der größte Marder in Mitteleuropa. Dann möchte ich nicht Marder hören, sondern das Tier, was ich suche. Ja. Hey, ja, hey, das hast du aber vorher nicht gesagt. Wie heißt das denn noch? Vorhin war auch hier Ameisen sind im Namen drin, also. Wie? Was ist das denn? Aber Feuchtgebiete stimmt, passt ja nicht. Warte, ich geh jetzt einfach alle durch. Chris? Dachs. Was ist denn? Ah. Was hast du noch im Petto? Ja, muss ich ja nochmal drücken. Ach so.
Nee, brauchst du aber nicht. Ah, okay. Lol. Ich dachte, die wären größer. Wir haben mal. Ich fand das krass, Säugetier, aber 80 Zentimeter, 50 bis 80 groß, aber nur 10 Kilo schwer. Dann mir alle, muss ja eine Schlange krass sein. Super lang einfach. Sind die nicht, ja, sind die jetzt nicht lang eigentlich voll wendig, die Klopper? Wendig sind sie. Die sehen halt relativ massig aus, aber ja, die, oder so dann. Wie gesagt, wir haben einen gesehen, der konnte sehr schnell rennen. Okay, Jay, dann geht er nie gesehen. Gut. Ich auch noch nicht. Wow. Der letzte Tipp wäre gewesen, in sehr frostigen Wintern ziehen sich die in ihre Dachsburgen zurück und halten Winterruhe. Also das hätte ich nicht vorgelesen. Das wäre sehr dumm. Also sehr, sehr, sehr dumm. Vor allen Dingen hätte ich dann gerade nach der Marder-Nummer gedacht, nee, Dachs kann nicht sein, weil das hat er ja gerade gesagt. Ja. So, das letzte Tier, was wir haben. Es steht aktuell 11 Bram, 9 Punkte Sepp, 8 Punkte Bram. Also, wenn Christian Easy Snack jetzt hier das richtig macht, dann wird's richtig eng. Immer eng. Sehr, sehr eng. Das nächste Tier, was wir suchen, ist ein Säugetier. Okay. Welches 3 bis 5 Meter groß wird. Wow. Schulterhöhe oder? Bram? Sagen wir mal eine Giraffe. Das ist falsch. Jetzt ist es noch knapper geworden. Das Gewicht 1000 bis 4000. Christian? Elefant. Das ist nicht richtig. 1000 bis 4000 Kilogramm. Alter. Was wird denn Christian? Noch so groß? Ein Elch. Das ist nicht richtig. Dammit. Was wird denn noch so riesig? Bram? Nilpferd. Nee, das wird nicht 3 bis 5 Meter groß. Ja, die sind schon ordentlich. Das ist korrekt. Was? Also, natürlich. Klar. Wie groß sie definiert also, ist. So halt, muss ja nicht Schulterhöhe sein. So in, muss so ja kein kleines Nilpferd sein. Viel große Tiere, die irgendwie 3 Tonnen schwer werden, gibt's ja nicht. Ich war die ganze Zeit bei Nilpferd und dann dachte ich mir, ich war im Zoo, ich habe ein Nilpferd gesehen. Das war keine 3 bis 5 Meter groß. Warum? Von links nach rechts? Vom Schwanz bis zum Kopf? Deswegen, okay, Jay sagt ja nicht, was von es der gibt halt auch so kleine Höhe. Okay. Es gibt kleine Flusspferde. Also, Pferd Jay, also du meinst dann aber die Länge eher, nicht die. Hier steht nicht immer die Größe, das habe ich vorhin auch genannt, das ist eher halt auch im Zweifel eine Länge. Ja, okay. Aber sonst wäre ich. Hättest du so ein Nashorn gehabt? 5 Meter hohes Nilpferd fände ich krass, also das ist. Das war sick. War's auf jeden Fall mit den Steckbriefen. Es steht aktuell 16 Punkte Bramen, 12 Punkte Sepp, 9 Punkte Chris. Stark. Jetzt geht's ins Schätzen. Oh Gott, das kann ich ja so gut. Ich möchte von euch wissen, wie viele Tiere jedes Jahr in Tierversuchen getötet werden. Weltweit. Ach du Scheiße. Weltweit. Laut ethikguide.org. Pff, also. Alle Tiere? Oh mein Gott. Wie viele Tiere in Tierversuchen noch getötet werden? Zählen Insekten auch zu den Tieren? Ist mal blöde gefragt. Ja genau. Also sagen, wenn, Insekten wenn sind auch noch Tiere. Für die... Boah, was? Also war... Also... Viel. Oh lol, ich schreibe Windows. Ich keine Ahnung. Windows. Ja, ich habe Windows-Taste gedrückt, da ging bei mir irgendwie... So. Dann. Habt ihr aber alle getippt? Oh, warte mal, ich hab gerade. Ja, ne? Nee, warte mal. Nicht ganz abdrehen hier. Okay. Jetzt habt ihr getippt. Ich bin einfach dabei geblieben, weil ich krass bin. Okay. Christian sagt 2,5 Millionen. Oh. Brammen sagt 100 Millionen und 7. Glaube ich, wenn ich das richtig deute mit den Zahlen. Ich weiß, das sind ganz viele Ratten, ganz viele Insekten und so weiter. Da geht er bestimmt in den Milliarden, Alter, vielleicht sogar. Und Sepp sagt 300 Millionen. Ich hatte erst Milliarden da stehen, aber. Er war vorher bei 3 Milliarden. Hm.
Richtige Antwort ist 115 Millionen. Der Punkt geht an Bram. Oh, wie nah dran er war. Krass. Das war schon stark. Okay, das ist krass. Ich habe um 7 korrigiert, ey. Die größte Schnecke ist der Ritterhelm. Okay. Eine Meeresschnecke. Wie schnell ist vor den sie? Küsten Australiens lebt. Hab schon getippt. Bis zu wie viel Zentimeter lang? Ach, schade. Oh, Moment. Es gab doch eine... Ja. Oh, wir hatten noch mal die Frage, wie lang der Penis von so einer Schnecke wird, ne? Shit, das war was anderes. Weiß ich nicht, ob das auch der Ritter war. Da war was anderes und da war der länger als das Tier selber, weil das so ausfahrbar ja. war. Und welche Währung das waren, glaube ich, 80 Zentimeter oder so. Zentimeter. Zentimeter. Sie wird Zentimeter? Bis zu wie viel Zentimeter lang? So. Der Ritterhelm. Der andere Ritterhelm? Das Ding bitte Ritterhelm. Wahrscheinlich hätte so einen Helm auf, was das so, also was zumindest so aussieht, als wenn er einen Helm auf hätte. Aber mal, lang ist ja, wenn er auf dem Boden rumkriecht, ne, von vorne bis hinten. Ach komm. Keine Ahnung. So, ihr habt getippt. Haben wir. Brammen 45 cm. Sepp 175 cm. Ich bin die Mitte. Ja klar, und das ist die größte Snagger aller Zeiten, Alter, die ist 3 Meter lang. Christian 3252 cm. Krass. Ich dachte, ich wäre schon weit daneben. Was soll das denn? Richtige heißen? Antwort ist 65 cm. Der Punkt geht auch an Bram. Krass, nice. Bram. Ja, ich wusste, ich habe so ein Bild mal gesehen, wie so eine Frau das auf der Hand Arm hatte, aber ich konnte halt nicht einschätzen, wie groß das ist. Das ist eine Achatschnecke, ja. Die du meinst. Naja, guck mal, das ist ja egal. Na, auch eine große Schnecke. Eine Landschnecke. Aber ja, die sind auch groß. So, letzte Frage ist, bis zu wie viel Stunden schlafen denn, Bram, deine Koalas? Am Tag oder im Leben? Am Tag. Im Durchschnitt, ne? Nee. Ja, wenn sie der nicht vor Australiens Feuer wegrennen müssen. Der eine ganz spezifische Koala, der bei Jay unter der Tür. Ja, ich weiß nicht, ob die. Ne, Winterschlaf gibt's da nicht, ne? Da wird ja nie kalt. Bis zu wie viel Stunden schlafen Koalas am Tag? Im Schnitt, wenn sie halt so leben. Also ich schlaf 6. Instant immer geklickt. Du schläfst ganz schön viel im Moment. Ja, alter Kater. Keine Ahnung warum. So. Ihr seid echt eng beieinander. Krass. 19,5 Stunden Sepp, 20 Ui. Stunden Brammen und 23 Stunden Chris. Die richtige Antwort. Das muss so abwegig sein. Ist. Ha, genau 20 Stunden. Bram bekommt noch einen Punkt. Als ob ich um 0,5 hier. Ach. Alter, Bram war einfach komplett hier rasiert. Lass mir doch wenigstens die Punkte, weißt du, ey. Easy, weißt du, instant getippt jedes Mal. Einfach stehen lassen. Gleich drüber nachdenken. Oh. Koala schläft lange, 20 Stunden. Hat Bram uns richtig auseinandergenommen, würde ich sagen. Jetzt kommen noch zwei Pixelbilder. Gut, Brammann ist trotzdem auseinandergenommen, da kommen wir nicht mehr dran. Ach du Scheiße. So. Geht schon los? Nein. Ja, ja. So. Jetzt geht's los. Let's go. Wo sind die Augen? Hat keine Augen. Wenn das jetzt eine Spinne ist, dann schrei ich. Ah, ich hab's auch. Fuck. Das ist ein Adler. Ja. Das ist gesagt. Nicht korrekt. What? Ach komm, lass mich doch wenigstens nochmal. Ich hoffe, Leopard? What? Okay. Das ist auch nicht korrekt. Dann ist halt ein Geier. Das ist korrekt. What the fuck, was sehe ich denn da gerade? Ich weiß nicht, was du siehst.
Oh, das ist auf jeden Fall der Geier. Das wird jetzt so ein fucking Kopf. Okay. Ja, das hatte doch Federn links dran. Ich dachte halt, von der Position hätte da, also den ohne Hals und Kopf hätte es auch ein Adler sein können. Ja. Dammit. Das stimmt. Das ist auch eine sehr fiese Finte, glaube ich, gewesen an der Stelle. Ja. Ah, dann als letztes haben wir noch das hier. Da gibt es nur einen Punkt für? Ach ne, der reicht ja auch. Am besten 10. Sepp ist weiter vorgekommen, obwohl ich richtig geantwortet habe, oder? Was? Ich weiß es nicht. Nein. Das ist ganz easy, denn das ist ein, wie heißt die hier, What? So ein, hier Tintenfisch. Was? Das ist korrekt. Ja. Als ob du da einen Tintenfisch erkennst. Guck mal, und wieder habe ich nur einen Punkt gekriegt. Ja, vielleicht kann man das nochmal überdenken. Schön, schön, die schön Punktzahl. Gespielt. Als aber das hier ist richtig. Alter, boah. Ich würde ja jetzt nicht Krake, Oktopus, Tintenfisch. Alter, was hat denn der für eine geile Nase? Also ich hätte auch sehr lange überlegen müssen. Sieht sehr lustig aus. Das war ganz schön stark dann am Ende von Christian, aber es wird halt nur mit 2 Punkten dann insgesamt belohnt. Solange ich das richtig gemacht habe, ist alles cool. Das stimmt. Gewonnen hat Bram mit 20 Geht's Punkten, der bei den Steckbriefen verdammt gerockt hat und vor allem auch bei den Schätzfragen richtig stark war. 14 Punkte Sebastian, 12 Punkte Christian. Ja, schade Christian, der war nicht drin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich finde Christian ist weiter. Tschüss.